ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ich komme gerade vom Training, habe ordentlich durchgepumpt und hatte erst heute Morgen einen Eiweißriegel und bin jetzt quasi am Verhungern. Und ich wollte mal ein paar typische Sachen aus Wien probieren. Und da habe ich als kleiner Touri direkt an Schnitzel gedacht, an die Sachertorte und natürlich an Kaiserschmarrn. Deshalb schaue ich, dass ich jetzt in den Fiegelmüller gehe. Ich glaube, das ist so ein typischer Touri-Place. Ich hoffe, ich kriege noch einen Platz, denn ich bin mal wieder auf den letzten Drücker dran. Drückt mir die Daumen und sonst sehen wir uns gleich im Restaurant. Kleine Planänderung. Ich glaube, jedes kleine Kind zuckt jetzt aus, denn es gibt die Nachspeise vor der Hauptspeise. Und zwar hole ich mir erstmal Kaiserschmarrn, denn die machen um 19 Uhr schon zu. Und ich glaube, wir haben kurz nach 6. Deshalb würde das sonst knapp werden. Wir gehen jetzt zu Demel oder Demmel, wie auch immer man das ausspricht. Wahrscheinlich Demel. Denn da soll es sehr leckeren Kaiserschmarrn to go geben. Ich bin gespannt. Ich habe noch einen Kaiserschmarrn bekommen. Ich weiß nicht, ob man es gut sieht. Ich filme es gleich noch mal ein bisschen von näher. Freue mich sehr und ich esse ihn jetzt hier, typisch Wien, mit Vatikan-Style. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr und ein paar Carbs nach dem Training sind ja auch eigentlich gar nicht so schlecht. Sieht auf jeden Fall schon mal lecker aus. Ein großes Stück. Schmeckt mehr als gut. Habe jetzt natürlich auch großen Hunger nach dem Training, aber ich glaube auch, wenn man nicht so ausgehungert ist wie ich gerade, schmeckt das sehr, sehr gut. Und sieht man auch hier den Kaiser. Vor allem ist es cool, dass es to go das gibt, also dass man sich nicht extra ins Restaurant setzen muss. Sollte es, finde ich, auch in Köln geben. Also hoffentlich öffnet auch in Köln so ein Lokal. Mega lecker. Ich hoffe, man erkennt auch alles vom Essen. Es ist ja schon relativ dunkel. Ich zoome hier nochmal ran, habe auch schon fast aufgegessen. Wie ihr aber seht, also es schmeckt sehr lecker, ist halt süß. Nur 8 Euro ist halt auch, finde ich, ein guter Preis für, ist eine große Portion angeblich. Weiß jetzt nicht, ich fand es jetzt nicht sonderlich groß, aber ansonsten bin ich sehr happy und würde es mir auf jeden Fall nochmal holen. 1 von 3 ist schon mal geschafft. Jetzt geht es auf jeden Fall ins Fiegel-Schnitzelhaus oder wie auch immer das heißt. Ich habe es schon wieder vergessen. Heißt das Fiegel? Nein, Fiegelmüller. Es heißt Fiegelmüller. Ja, ich bin gespannt, ob ich noch einen Platz bekomme. Chancen stehen schlecht, glaube ich. Wenn man, ich weiß gar nicht, man muss wahrscheinlich reservieren. Ich laufe hier auf jeden Fall gerade durch die Shoppingmeile, wie man sieht. Ich finde, Wien ist immer anders edel, wenn man durch Köln läuft und nicht so viele schöne Gebäude. Aber ja, ich bin gespannt. Und diesmal gibt es auf jeden Fall einen Schnitzel. Wenn es nicht im Fiegelmüller passiert, dann in einem anderen Restaurant, weil ja, wird auch bestimmt woanders gut schmecken. Okay, Leute, wir haben ein kleines Problem. Und zwar macht auch das Café Sacha jetzt gleich schon zu. Das heißt, es gibt als zweites wieder eine Vorspeise. Ich schaue aber, dass ich mir die Sacha-Torte, also das Stück Sacha-Torte, keine ganze Sacha-Torte, auch wenn ich eine ganze wahrscheinlich essen könnte, mir dann einfach mitnehme und das dann nach dem Schnitzel, was aber stattfinden wird, essen werde. Ich gebe nicht auf. Wie ihr also seht, spielt Meal-Timing nicht die größte Rolle in meinem Leben. Ich achte immer auf meine Way nach dem Training, weil es nämlich, wie ihr seht, schon öfter passiert ist, dass ich mich verschätze mit der Zeit. Ich bin unglaublich happy, dass ich Hofmanns Kraftpaket an meiner Seite als Sponsor habe. Ich glaube, ohne Hofmanns Kraftpaket wäre ich jetzt schon, ich glaube, in der 57er-Klasse und bei meiner Größe ist das nicht ideal. Und in Werbung machen bin ich auch nicht die Beste. Deshalb nochmal ein kleiner Reminder, dass ihr mit meinem Code LEA 10% auf alle Gerichte bei Hofmanns Kraftpaket bekommt. Da gibt es übrigens auch Kaiserschmarrn. Und Spoiler-Alarm, er schmeckt richtig gut. So, ich habe es geschafft. Ich habe mir noch eine Sachertorte ergattern können. Bin gespannt, ich habe die schon mal gegessen. Das ist schon ein paar Jahre her. Damals hat sie mich nicht so überzeugt. Bin mal gespannt, vielleicht überzeugt sie mich ja mittlerweile. Habe 8 Euro bezahlt für das Stück. Oder ich glaube auch 7,90 Euro. Also so viel wie für den Kaiserschmarrn. Den habe ich ja eben gegessen. Deshalb bin ich mal gespannt, was mich eher überzeugen wird als Dessert. Aber jetzt geht es erstmal weiter zum Schnitzel. Das, was ich als erstes machen wollte, mache ich jetzt als letztes. Ich habe es endlich geschafft und zwar bin ich jetzt am Fiegelmüller, wie man vielleicht erkennen kann, aber man erkennt auch, es stehen super viele Menschen an und ich habe jetzt absolut keinen Bock, mich in die Kälte zu stellen, vor allem, weil ich jetzt schon durchgefroren bin, meine Hände sind komplett rot, meine Nase auch. Deshalb gehe ich gleich ums Eck, wie man hier in Wien sagt, und zwar zum Restaurant Lugeck oder Lugeck, wie auch immer man das ausspricht. Und zwar gibt es da das gleiche Schnitzel. Also hier ist halt der Touri-Spot. Deshalb gehe ich jetzt um die Ecke oder ums Eck. Und ich hoffe, es ist ein Platz frei, aber da war eben keine Schlange. Also vielleicht schaffe ich es halt noch, das Schnitzel zu essen. Also ich
bin jetzt im Lugeck oder Lugeck und habe jetzt 2 Schnitzel und ein Sandwich bestellt. Stay tuned, ich bin sehr gespannt, wie es schmeckt. Ich bin auch ein bisschen ausgehungert. Wir haben, glaube ich, mittlerweile 8, 9 Uhr und ich habe jetzt noch nicht so viel außer den Kaiserschmarrn. Für mich ist das nicht viel. Deshalb freue ich mich schon aufs Essen. Essen ist endlich angekommen. Ich kann es kaum erwarten, endlich dieses Schnitzel zu essen. Und zwar haben wir einmal Schnitzel mit Reisebeeren. Ich glaube, das isst man so in Wien. Also ich wurde gefragt, ob ich das so haben möchte. Habe einfach mal damit bestellt. Dazu einen Erdapfelsalat, also Kartoffelsalat. Ich glaube, es heißt hier Erdäpfel. Und so ein wunderschönes Sandwich. Da bin ich sehr gespannt. Das sieht sehr interessant aus mit Rippen. Also hoffentlich satt werden. Aber als Backup haben wir immer noch das Stück Sachertorte, was ich entweder auf dem Nachhauseweg essen werde oder zu Hause. Ich habe aufgegessen, beziehungsweise fast aufgegessen. Den Rest habe ich noch mitgenommen. Und für mich gibt es gleich noch das Stück Sachertorte, finally. Ich freue mich schon sehr drauf. War super lecker. Vor allem auch dieses Club-Sandwich. Ich fand, das sah ziemlich freaky aus. Und auch das Schnitzel war sehr lecker. Lecker war auch die Rechnung. Und Preiselbeeren wurden extra angerechnet. Verstehe ich nicht ganz. Aber ja, ich war auf jeden Fall sehr zufrieden, sehr begeistert. Und finde vor allem super, dass man nicht so lange anstehen musste. Also es waren super viele Plätze frei. Es gibt nämlich auch 2 Ebenen. Also Erdgeschoss, 1. Etage. Und kann das Restaurant auf jeden Fall empfehlen. Also wir haben hier diese wunderschöne Tüte oder Sackerl, wie man hier in Österreich sagt oder in Wien zumindest, mit dem teuersten Kuchenstück, was ich je gegessen habe. Es ist wunderschön eingepackt. Hoffentlich schmeckt es auch wirklich gut. Ich habe es nicht so in Erinnerung, aber vielleicht hat es sich ja geändert. Ich schaue, dass ich das jetzt irgendwie öffne, ohne alles zu zerfetzen. Das ist mir schon gelungen. Bin ich die Beste im geduldigen Öffnen? Reiß mal auf. Sieht auf jeden Fall einladend aus. Okay, der letzte Step, und zwar 3 von 3 die Sachertorte. Ich bin gespannt. Schmeckt auf jeden Fall besser, als ich es in Erinnerung hatte. Irgendwie fruchtig in der Mitte. Ja, ist okay. Also es ist nicht so, dass ich wie beim Kaiserschmarrn denke, boah, ist das lecker, aber... Also die Marmelade schmeckt man auf jeden Fall gut raus, nur mit ein bisschen Schlag, aber es wäre das sicherlich sehr, sehr nett. Also kann ich sehr empfehlen. Gut. Also mein Kameramann hat auf jeden Fall mein Wienerich, glaube ich, approved. Ich werde auf jeden Fall noch dran arbeiten. Ich hoffe, euch hat der Food-Vlog gefallen. Wenn ihr gerne mehr davon sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch Ideen, wo ich genau hingehen könnte. Wird auch mit der Zeit professioneller. Ich werde an meinem Equipment arbeiten. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben, ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Mal.